Zeit! Let's get ready to rumble gegen Tidefree. Oh mein Gott, ein extrem knappes Match. Ja, und es ist das erste Mal seit langem, wenn wir das jetzt hier schaffen. Wir sind ja momentan in der Top 100, ich glaube Platz 91 oder sowas. Und das erste Mal, seitdem dieser Rumble-Algorithmus geändert wurde, dass Gilde 1 es tatsächlich scheinbar geschafft hat. Ich hoffe, dass es so bleibt. Ich hoffe, dass es so bleibt bis zum Ende. In der Top 100 zu landen. Was natürlich mega krank wäre. Also für uns finde ich mega geil. Da haben wir die ganze Zeit drauf hingearbeitet. Alter Vater, wie lange muss ich denn jetzt noch mit dem da rumkämpfen hier? Gehahaha, dieser Squirrel Death da vorne ist ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Ich hoffe, dass jetzt die Globerella da hinten meintlich dann die Entscheidung bringt. Jetzt! Haha, jetzt sind wir durch! Jawohl! Geil! So! 87 sind es nur, aber es ist egal. 87 sind 87. So. Wie sieht's aus? Punktemäßig, wie sieht's aus? Hey Leute, was geht ab? Und damit willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal sofort. Und Waschbär! 18 Minuten und da regt sich scheinbar da auf der rechten Seite nichts mehr. Aber wir sind noch nicht safe. Ja? Ja, was denn? Waschbär? Bitte? Was ist denn los, Tiggi? So. Ich muss gucken, gegen wen? Gegen wen? Flapsch. Gegen Flapsch kämpfe ich. Gegen Flapsch. Ich sehe nichts. Ich habe dich, glaube ich, gekapert. Ja, toll. Super, was machst du denn? Hör doch mal auf, bitte jetzt. Ich habe eh nicht so viel Zeit. Ja, ich weiß, du kannst doch kämpfen. Du kannst doch kämpfen. Ich mach dir nur einen guten Facecam-Raum. Guck. Einen guten Facecam. Was? Ich sehe nichts. Du siehst doch bestimmt was. Nein, weil dein Arm direkt vor meiner Nase ist. Okay, tut mir leid. So, fertig. Jetzt hast du einen neuen Facecam-Raum. Bitte mach doch mal den Mister weg. Meine Güte, ey. Selbst wenn er nicht beteiligt ist, ne, kann er nerven. Unglaublich, ja. Ey. Der Herr sofort! Unglaublich. So, Melila. Waschbär, schreibt er mir da drüber. Waschbär! Unglaublich. So, gegen Flapsch von Tidefree. Alter, mach jetzt keinen Käse. Und 90. Jawohl. Komm. Das Ding gegen Tidefree gewinnen wir jetzt. Auf. Zack, 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 zack. Wie macht eigentlich ein Waschbär? Was für Geräusche macht eigentlich ein Waschbär? Müsste ich mir mal ein Video zu angucken, was macht eigentlich was für Geräusche. Müssen wir auch mal den Bandit irgendwie reinziehen. So. The Big Little Trash Mouth. So, wer ist denn das jetzt hier? Der Cody H79. So. Fangen wir an mit der Tina, dann machen wir die Working Girl Tina, denke ich mal. Die finde ich nämlich richtig geil. Die Arbeiterin Tina. Und dann noch den Mr. Business. Mr. Business ist am Start. Shrimpy Shrimps. Also beziehungsweise Shrimp Dress. Sorry. Ja, das ist natürlich schon mega geil. Wenn die schon 12 runterkrippelt und dann die normale Tina noch runterkrippelt, dann bleibt ja gar nicht mehr viel übrig bei denen. So, oh, und jetzt kommt noch die Katz mit 11-fach Cripple All. Ja, geil. So, was will ich jetzt noch machen? Willst du jetzt hier mich mit Bömmchen zuwerfen oder was? Hm? Bömmchen werfen. Bömmchen. So, und zack. Cody H79 besiegt. Mit 97 Punkten. Ja. So, weiter geht's. So. Yep. Noch 14 Minuten, immer noch 7 Matches zu spielen. Und dann haben wir das auch schon
hoffentlich dann auch gewonnen. I hope so. Daryl B. 46. Daryl B. 46. Let's have a look at this man. So. Eine Louise und mit der Louise. Jetzt könnte ich natürlich noch mal gucken. Nein, machen wir hier. Mit dem Irek Lobster Princess Little Pitties. Peter. So. Und dann haben wir einen Rogers Kleiderschrank. Und ein Bürgerkrieger. Bürgerkrieger. Burger Wars. Yeah, man. Mit einer glatten 100. Perfect match! So, wider gates. Yeah, man. Okay, noch 6 Matches übrig. 13 Minuten auf der Uhr. Die Zeit tickt. Die Uhr tickt, die Zeit tickt doch nicht. Die Uhr, Mann. Ja, gleich, Mann. Die sind ja genauso clever wie der Waschbär da. Meine Güte. Die Zeit tickt doch nicht. Ja, gleich. Ja, gleich. Mensch. Denk doch mal ein bisschen mit, Herr Gleich. Hier, du. Gleichi. Karate, Stewie! Wer ist denn eigentlich unser Gegner? Dekrux, Dekarux, DK. Scheinbar irgendwie aus Dänemark oder was? Nice greetings to Denmark. Und jetzt kommen wir mit einer Stuffington Academy. Oh, ich bin wieder aus der Kamera raus, weil ich hier. Ich muss jetzt hier. Hey, was los? Was los? Come on, baby. I have no time. What the hell is going on with my tablet? Come on, baby. Come on, baby. Auf geht's. So, und dann, ja, ist doch gut. Mock Trial Louise mit 21 Schaden. Oder auch die Scheinprozess Louise. DK Rux DK besiegt. So, wie viele Matches haben wir noch übrig? Und wer ist unser nächster Gegner? Eleven minutes left in this rumble match. NKD, he's making his way to the ring. NKD 76000, having 77 lives. Oh my God, das ist jetzt eine gute Frage. Ich könnte den jetzt gleich first hitten. Komm, bevor hier noch irgendeine Scheiße passiert, lieber first hitten und dann ist das Ding schon einmal weg. So, und dann gucken wir erstmal, was als nächstes kommt. Ja, jetzt merke ich natürlich hier mit dem Irek Lobster, dass das vielleicht, naja, es war eventuell gut, vielleicht war es auch scheiße, dass ich das so gemacht habe. Ich weiß es gerade nicht so wirklich genau. Ich mir jetzt hier Christmas Punch out. Und dann könnten wir den Roger mit dem Mr. Deliver spielen. Und dann haben wir da hinten ein Marmalade. Wenn das überhaupt so weit kommt. Ja, das kommt so weit, definitiv. Wenn er mal irgendwann den setzt. Komm. Auf geht's. Jetzt macht er mir den Bildschirm schwarz. Was ist hier los? Come on, setz den Roger. Auf, geh runter. Komm, dahin, dahin. Geh dahin, geh dahin. Geh dahin. Den Roger. Wieder hin. So. Um es mal mit den Worten eines bekannten deutschen Sängers zu sagen. Jetzt bin ich aber total überrascht. Jetzt habe ich irgendwie, jetzt bin ich so plötzlich im Fieber waren hier scheinbar. So, sorry. Nein, ich habe natürlich kein Fieber. So, also weiter geht's. Wer könnte das gewesen sein? So, also.
Hallo. Ach, meine Güte, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Mir rennt die Zeit davon. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Noch 4 Matches und 8 Minuten. Nee, sind 9 Minuten, ich kann es gar nicht lesen. So, was ist denn los hier? Komm, 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 auf geht's. Auf, 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 auf. Mach hin, Butters! Von Tide Free. So, und wieder der Karate-Stewie. Komm, wir fangen mal mit das Not Rocket an. Fangen wir mit das Not Rocket an, oder die Edge jetzt auch gern mal irgendwie. Oh, das wäre 39. Aber da kann ich den Stewie jetzt hier auch drauf ballern. Und dann habe ich nämlich in der nächsten Runde noch viel mehr mit dem Karate-Stewie. So, und das Ding kann ich einfach hier Wax geben. Und dann haben wir das Match schon mal gegen Butters gewonnen, weil da passiert jetzt nichts mehr. Ich habe so viel Schaden jetzt da vorne drauf. Das ist genug, um mit einer glatten 100 durchzukommen. Hallo, 100 gegen Butters! Mama 100 gegen Butters! So. Das ist der Karate-Story. Und er haut mit dem Stecker. Und er haut den Butters weg. Hallo. So, also, Automatik, geh weg! Mach die Automatik! Mach die Automatik da raus! Mann! Lass das erstmal gucken hier. Verdammt nochmal! Das sind jetzt 39 nur. Komm, dann machen wir den Dr. Bobenstein! Dr. Bobenstein! Gegen Prümü. Was? Wie heißt der? Prümü. Prümü. Oder Brue Mue. Falls das nicht deutsch sein soll. Brue Mue. Gibt's eigentlich Ü? Ü? Im Türkischen gibt's noch. Gibt's sonst noch irgendwo in irgendeiner anderen Sprache Ü? Ü? 39! Wir haben wieder fast 40k. Wir machen fast in jedem Match momentan 40k. Knapp, egal, gegen wen. Das ist echt geil. Es reicht zwar bei einzelnen Gilden nicht so ganz, die 40k, aber es ist geil. Also, 40k sind nice. Oh, ich könnte mit dem Bobby anfangen. Wir gucken jetzt erstmal, wir fangen jetzt erstmal mit dem Bobby an. Und dann überlegen wir uns, je nachdem, was da kommt, ob wir mit dem Cupido Bobby den nach vorne wegballern. Und das reicht nicht. Ich werde verrückt. Es reicht nicht. Egal, machen wir hier Rutsch, das ist leider schlank. Und dann komm, das reicht. Jetzt machen wir hier den Kleid. Die Klapperella. So. Ich weiß auch gar nicht, warum ich heute so gut drauf bin. Wahrscheinlich war ich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht gerade hier. So, Beto, 7-9, Beto. Guck dir mal, Beto hier, Beto. Oh, der Beto. Oh, der Beto hier. Oh, Beto 97 hier, der Beto. So, wie geht's denn weiter? Ein Match ist noch übrig. Und das sieht gut aus. 5 Minuten 58 noch und ein Match ist noch übrig. Und ich glaube, I think we have won that. Paul Schenk. Paul Schenk, was? Paul Schenk bei Tide Free. Paul Schenk, schenk mir eine glatte 100 and I am happy. Paul Schenk 13. Paul schenkt mir einen weiteren Sieg. Paul Schenk, ich weiß nicht, warum ich heute im Grönemeyer-Fieber bin. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil wir vor kurzem das letzte erst wieder im Radio gehört haben. Der sofort gemeint hat, verstehst du auch nur ein einziges Wort von dem, was er da singt? Dann habe ich mal die eine schon. Also, aber im aktuellen Lied ist das schwierig. So, und jetzt haben wir hier 39751. Also, jetzt gucken wir mal hier rein bei den Brain Damage. Oh mein Gott. Brain Damage habe ich auch manchmal. 47 haben von denen gekämpft. Oh. 4 Minuten übrig. Na, bevor wir gucken. Kalli! Hat er überhaupt irgendeinen Punkt noch zwischendrin liegen lassen?
What? Cuddly, what are you doing, man? In every match? 1,000? Really? In every match? I can't believe this. Cuddly with a sensational 1,000. So, up damn 999. Crazy up damn. Hab immer an unser hessisches Schlechtermädchen geglaubt. Zwischendrin war sie mal weg gewesen. Keiner wusste warum, aber ich wusste, sie kommt zurück und sie wird wieder richtig Gas geben. Chris 88. Liebe Grüße nach Hesse. So. Tippi Colada, geil. Dietronic, Strommi, Kenberger, Homer J, Eat Fresh Food, Michael, Kings, Apokalyptica, Robert, Bounty. Da komm ich. Erst auf Platz 15. Junkhead, Nutty Nate, Brownie Nervt, Tularis, Ricky, nein, Ricky, Spanish, Krankus, The King, Jesse, Amir Palang, Der Pate, Dennis, Dorina, Top Das, Yo-Yo, Gecko, Moria, Thomas, Cookie, Ulrike K., J-Style, Mimo, Teklis, Big Big, Manuel Kahn, Sonja, Spider, Gamer, Guy, Frankensie, Olli Z, King TRE, Anska und Danny 82. Hallo, Herr Gleich. Hallo, drei Minuten noch. Wie geht's Ihnen, Herr Gleich? Ja, wenn ich das Ergebnis hier sehe, mega, mega, mega ja, geil. Okay. Hallo. Hallo. War schwer. Ja, ja, Tiggi. Tiggi, Tick, Tick. Ja, geil. So, drei Minuten warum noch, zwei Minuten warum noch. Warum heißt denn jetzt Tiggi? Wenn es euch gefallen hat. Nein. Was heißt Tiggi Mac Tick? Ich muss jetzt hier so, also, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Slowdown mit mir, dem Waschbär. Macht's gut, bis dann und tschüss.